Hallo, hier ist wieder Frank. Ich wollte mal wieder was mit euch auspacken. Ich habe eine E-Shisha gekriegt. Eine IME-Zig. E2, ja. War das richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Hat nur nochmal Verlängerung, eine einfache gehabt. So eine billige für, was weiß ich, 10 Euro oder so. Die hat dann auch dementsprechend auch gehalten. Die hier sind ein bisschen teurer. Ja, es ist Edelstahl-Look. Mensch, dass sie das immer zu zuschweißen müssen hier. Ist für alte Leute zum Auspacken hier. So. Schick, schick, schick. Ja, das riecht hier für einen Dampfer. Ja, ist alles schön verpackt. Was ich natürlich wieder interessant finde, die Gebrauchsanweisung dazu, beziehungsweise wie man das zusammenbaut, und Bibabo war nicht dabei. Das heißt, wenn man sowas holt, muss man wieder im Internet recherchieren, damit man nicht streiten möchte oder sich, was weiß ich, beim Rauchen in die Luft jagt. Quatsch, Quatsch. Ja, hier ist dann sicherlich der Verdampfer oder der Erhitzer, der wird dann draufgeschraubt. Ja, dann ist das Ladepedal dabei mit USB-Anschluss. Dabei. So, und dann der Akku. Der Akku war 2200 mAh, also nicht gerade, naja, ist der beste, auch nicht der schlechteste. Na, komm raus, du Papa. Was soll ich jetzt machen? Ja, ist auch schön verschweißt noch. Ja, sieht man noch mal. Ö2. Der Scharfstecher. Also ein Edelstahl hat mir jetzt am besten gefallen. Jo. Wie gesagt, was mich jetzt halt nur irritiert ist, dass auch nichts dabei ist. Keine Gebrauchsanweisung, welchen aufladen, wie, was, wo. Das ist wieder ärgerlich. Ja, hier ist noch das Mundstück. Ich gucke gerade, ob das jetzt hier noch ein Ersatz ist. Weil, wie gesagt, für mich ist das das erste Gerät von der Marke und von der Sorte. Also auf der anderen Seite, ja, als eins, was ich jetzt hier gelesen habe, dass man dann halt hier das Liquid reinmacht, in der Mitte, nicht, also nicht oben drauf, sondern in der Mitte. Und dann wird das hier drauf geschraubt, also verkehrt rum so. Und dann kann auch irgendwie gedämpft werden. Die sollte man das ja noch abmachen, jetzt mal ein schickes Mundstück drauf. Ja. Vielleicht bin ich auch wieder mal so blöd dazu. Das kann natürlich auch wieder sein. Und genau. Naja. So ist es halt. Aber weil, wenn nichts dabei ist, dann ist es wieder das beste Beispiel, warum die Hersteller oder die Shopvertreiber, egal wo, ob es welche Plattform, dass sie da nicht brauchsamweise reinpacken. Damit 0 auf 15 Leute wie ich oder Leute, die sich jetzt damit beschäftigen oder das erste Mal dampfen wollen, damit auch gleich wissen, wie es geht. Ja, wie gesagt, dann kann man das hier halt aufschrauben und aufladen. Ich weiß jetzt, glaube ich, auch die 4 oder 5 Stunden stand euch immer drin in der Beschreibung, euch immer vom Hersteller. Muss ich dann halt nochmal gucken. Ja.
mal gucken, ob das nun der, ob das hier das Verdampferding ist. Oh, was knistert. So. Dann muss ich mal gucken. Ich denke mal, das ist das Teil. Oder ist das wirklich Ersatz? Ich will jetzt noch mal gucken. Ja, ist Ersatz. Ja, genau, ist das Ersatz. Da kann man das dann fein. Soll ich aufschreiben? Aufschrauben. Und dann kann man das hier nochmal aufschrauben. Und dann. Ja. Wie gesagt, ich baue ja in letzter Zeit sehr viel gerne auseinander. Und deswegen hoffe ich da einfach mal, dass das alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wie gesagt, ihr braucht so ein Eisenrohr nicht dabei. Von der Seite her nehme ich den immer aus. Dass ich das jetzt so richtig gezeigt habe oder auch nicht. Wenn nicht, kann ja jemand dann ja mal oder in die Kommentare schreiben, wie blöd ich bin. Es ist eigentlich wirklich immer ärgerlich, dass halt wirklich keine Brausanweisung dabei ist. Ja, ja, bei was? Zu 95% nicht, aber sagen wir mal zu 75%. Entschuldigung. Ist da nichts dabei. Ja, das war's heute von mir. Zum nächsten Mal, und wer so ein ähnliches Gerät hat, eine Freundin von mir, die ist der Hardcore-Dampferin in Leipzig, die wird sich da auch mit gut auskennen. Wenn die das Video jetzt sehen wird, die wird sagen, Frank Witter. Ja, dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, sprechen wir das Video anguckt oder wann. Tja, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Zumindest von der Qualität her. Das ist ein großer Unterschied. Weil die hat, glaube ich, knapp 30 Euro oder so gekostet. Oder kostet 30 Euro. Die andere, die ich hatte, das war so ein Billigteil halt. So Anfänger-Starter-Kit für, was weiß ich, 12 Euro, 10 Euro, noch weniger oder was weiß ich. Die hat da wirklich nur eine Woche gehalten. Da hat man einfach nur aufgemacht, reingegibt, wieder zugemacht, zugeschraubt und hat gedampft, ja. Und bei denen hier, muss ich sagen, sieht schon, also von der Machart her, sieht es wirklich besser aus. Auch qualitätmäßig besser. Sicherlich ist das jetzt so die untere Preisklasse, denke ich mir mal. Weil ich jetzt kein Hardcore-Dampfer bin, sondern einfach nur eigentlich normal Shisha rauche. Für mich wird das auch wieder ein neueres Erlebnis sein. Mal was anderes oder zumindest endlich rauchfrei zu werden. Das wird eigentlich mal Zeit auch bei mir, weil das sind ähnlich viele Argumente wie viele andere auch, die dann sagen, ja, wir wollen einfach aufhören oder umsteigen oder wie auch immer. Ja, das war's heute von mir zum zweiten Mal. Schnatter heute ein bisschen viel. Wie schon gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr zufrieden seid, ob das Ding lange hält oder wie auch immer, bla 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 bla. Das wäre nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.